Die Worte des Anwalts geben Marion neuen Mut. Während Ralf Vogel Erkundigungen über Lars einholt, versucht sie zur Ruhe und auf andere Gedanken zu kommen. Sie hat sich mit Gina zum Frühstück verabredet. Allerdings kann sie ihre EC-Karte nirgends finden. Deshalb geht sie direkt zu einer Bankmitarbeiterin, um sich Geld auszahlen zu lassen. Dort erlebt sie ein böses Erwachen. Eine Woche ohne diesen Tyrann von Chef und ohne diesen Arsch Lars. Mir geht's schon viel besser. Das ist doch richtig schön. Also, ich bewundere dich wirklich immer, wie du das immer alles machst. Ich glaube, das kann echt nicht jeder. Naja, einfach ist es nicht. Und wenn ich überlege, dass ich nächste Woche schon wieder los muss, weil meine Arbeitsunfähigkeit zu Ende ist. Aber auch egal. Weißt du, ich freue mich jetzt echt auf den Brunch. Ja, ich habe jetzt auch langsam ganz schön Kohldampf. Aber du hast ja wieder mal deine EC-Karte verlegt. Nein, eigentlich, ich habe extra darauf geachtet, ganz ehrlich. Weil das schon so oft passiert ist. Das ist, eigentlich kann das nicht sein. Wirklich. So, Frau Schuster, was kann ich denn für Sie tun? Ja, also irgendwie habe ich meine EC-Karte verlegt und ich bräuchte ein bisschen Bargeld. Haben Sie einen Personalausweis dabei? Klar. Da. Danke. Die Adresse ist noch aktuell? Ja. Okay. Ich prüfe das mal kurz, dann bin ich wieder da, ne? Okay. Weißt du, irgendwie mache ich mir schon ein bisschen Gedanken, was Lars jetzt so macht und wie es ihm so geht. Ach Mensch, Mai. Und das Einzige, was dich wirklich an Lars noch interessieren sollte, ist, dass er irgendwann mal pünktlich seinen Unterhalt zahlt. Mehr nicht. Das wäre schön. Unterhalt zahlen. Dazu müsste er erst mal richtig arbeiten gehen. Tja, Frau Schuster, sind Sie sich sicher, dass Ihre EC-Karte in Ihrem Besitz ist? Eigentlich schon. Also es ist so, Ihr Gehalt ist eingegangen? Aber es ist ganz viel Geld abgehoben worden. Sie haben kein Geld mehr auf dem Konto und ich kann Ihnen keins auszahlen. Was? Tut mir leid. Entschuldigung. Tut mir leid. Gott. Ja, hallo, Schuster. Alter. Ja. 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 Schön, danke. Ja. Kein schönen Dank, ja. Das danke. Ist mein Vermieter. Oh, was? Wird er denn jetzt? Ja. Ja. Wissen Sie, es ist gerade schlecht. Ich würde Sie gleich zurückrufen, wenn das geht. Ja, okay, bis gleich. Tschüss. Was denn jetzt schon wieder? Was gibt's schon wieder neue Probleme oder was? Er konnte mein Vermieter konnte die Miete nicht abbuchen. Wie bitte? Ja, und weil er das nicht gewohnt ist, hat er sich Sorgen gemacht und gemeint, dass er gleich anrufen würde. Und hört meine Scheißsprechtrinne dann nie auf? Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Sei mir nicht böse. Ja, ich muss jetzt erstmal meinen Anwalt anrufen und das klären. Ja, natürlich. Das kommt dabei raus, wenn man immer denkt, schlimmer geht's nimmer. Aber das, was Lars sich da irgendwie, also das, der hat ja absolut den Vogel abgeschossen. Wenn wir das ihm nachweisen können, dann kriegt er endlich seine gerechte Strafe. Ich kann echt nur sagen, arme Marion. Ich hoffe echt, dass mein Anwalt das mit meinem Vermieter klären kann. Weil was soll ich sonst machen, auf der Straße stehen? Und was wird denn aus meiner Kleinen? Hört meine Pechsträhne denn nie auf? So come on, let it go. In Berlin kämpft Anwalt Ralf Vogel für die Rechte seiner schwangeren Mandantin Marion Schuster. Sie wird von ihrem Chef Ansgar Heinze schikaniert. Der glaubt, sie schiebt ihre Schwangerschaft nur vor, um weniger zu arbeiten. Außerdem wurde Marions Konto leergeräumt. Der Jurist verdächtigt Marions Ex-Freund und hat Anzeige erstattet. Die 31-Jährige ist verzweifelt, da sie ihre Miete nicht zahlen kann und ruft ihre Mutter an. Du Mama, ich brauche deine Hilfe. Ja, kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Ich erzähl dir nachher in Ruhe, wofür. Ja. Nachher, Mama, okay? Das ist wirklich wichtig. Du würdest mir einen Riesengefallen tun. Nein, Mama, ich würde nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Ja. Frau Schuster! Mama, ich rufe dich gleich zurück. Kleinen Augenblick. Ja, tschüss. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Telefonieren während der Arbeitszeit? Ja, ich habe gerade echt private Probleme. Probleme. Sehe ich aus wie Mutter Teresa? Nein, aber wenn Sie so weitermachen, dann muss ich mich bald wieder krank schreiben lassen. Schon wieder blau machen, das glaube ich jetzt nicht. Ich mach doch gar nicht blau. Sie machen blau. Wissen Sie eigentlich, wie viel Arbeit wegen Ihrer Blaumacherei hier liegen geblieben ist? So ein Blödsinn, das wissen Sie auch. Herr Heinze. Wenn Sie sich nicht sofort wieder an die Arbeit machen, dann gibt's die nächste Abmahnung. Frau Schuster, in mein Büro. In 5 Minuten. Ich habe echt ein ungutes Gefühl. Aber wenn Heinze meint, mich feuern zu müssen, dann muss er das eben tun. Ich habe genug von der ständigen Schikane. Ich lasse mir das jetzt echt nicht mehr gefallen. Also die Schuster raubt mir echt den letzten Nerv. Die ist gerade mal einen Tag wieder da. Ach was, nicht mal einen Tag? Da geht ja schon wieder alles drunter und drüber. Aber der werde ich zeigen, wo es lang geht.
Fünf Minuten später geht Marion ins Büro ihres Chefs Ansgar Heinze. Sie ist auf alles gefasst. Frau Schuster, da sind Sie ja. Setzen. Ja. So, ich hab die Schnauze voll. Ausreden, Entschuldigungen, Abwesenheit, Faulheit. Frau Schuster, Sie sind kerngesund. Und das wissen Sie auch. Ich glaube, dass Sie für unsere Firma einfach nicht mehr arbeiten wollen. Naja, so langsam stimmt das ja auch. Immer muss ich für mein Recht kämpfen, nur weil ich schwanger bin. Für Ihr Recht kämpfen? Genau, das schlägt doch dem Fass den Boden aus. Hier mit einem Anwalt aufzutauchen. Die Belegschaft kriegt das mit, fängt an aufzumucken. Das stimmt doch gar nicht. Ach, selbstverständlich stimmt es. Frau Hagedorn zickt rum, sogar Frau Wolters traut sich schon was zu sagen. Ja, das haben Sie sich doch jetzt nur ausgedacht, das merkt man doch genau. So ein Blödsinn. Nichts ist ausgedacht. Und des Weiteren möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen hiermit offiziell kündige. Sie kündigen mir, weil ich schwanger bin? Nicht, weil Sie schwanger sind, sondern weil Sie, wie Sie selbst sehr wohl wissen, während der Arbeitszeit private Telefongespräche führen. Aber jeder telefoniert doch. Was in Ihrem Arbeitsvertrag verboten ist, damit hat die Kündigung Bestand. Nein, das war ein Notfall. Schon Ihre Abmahnung war nicht rechtens und das wissen Sie auch. Wir sehen uns vom Arbeitsgericht wieder. Sehr gerne. Richten Sie dem Herrn Anwalt aus, dass die Kündigung Bestand hat und dass er nichts dagegen machen kann. So ein Blödsinn. Lügen. Das werden wir ja noch sehen. Sie können gehen und das Gespräch ist für heute beendet. Mhm. Sie werden noch sehen. Ich glaube nicht, dass mein Anwalt und ich den Heinz umstimmen können. Der zieht die Kündigung eiskalt durch. Darauf hat er doch nur gewartet, mich loszuwerden. Aber das lasse ich mir nicht gefallen. Diesmal kämpfe ich für mein Recht. Marion hat jetzt gerade Herr Heinz eine Ansage gemacht. Mensch, Marion, du bist ja die Heldin unseres Tages. Hä, wieso? Du sag mal, Jenny hat gerade erzählt, du hast dem Heinz eine richtige Ansage gemacht. Stimmt das? Ja, schon. Oh, warte mal, ich muss mich mal... Echt? Ja, schon. Also ich habe ihm eigentlich nur meine Meinung gesagt. Naja, jetzt hat er mich gekündigt. Was, er hat dich gekündigt? Ja, er hat mich gekündigt. Das ist eine Type. Aber was ist denn jetzt der richtige Grund für diese Kündigung? Ja, das kann ich euch erzählen, aber ich muss mich erst mal setzen. Ja, alles klar. Ist gut. Entschuldigung, aber ich habe das Gefühl, ich wiege 1000 Kilo. Nein. Das ist eine Type. Wegen dem Telefongespräch. Er meinte, das wäre Grund genug dafür und weil ich keine Lust hätte zu arbeiten. Könnte ich das vorstellen? Na, ich würde sagen, das sind wohl deine Hormone, ne? Dass du mal so richtig eine Ansage gemacht hast. Und darauf müssen wir auch gleich mal prosten. Ja. Oh ja. Naja, und Prost. Ohne euch und ohne meinen Anwalt hätte ich das nie geschafft. Ach komm. Naja. Danke. Aber du sage mal jetzt mal was anderes. Was ist denn eigentlich, naja, aus der Sache mit Lars, hast du da eigentlich was gehört? Nein, nicht wirklich. Aber manchmal hoffe ich schon, dass er das eigentlich doch alles gar nicht war. Marion, aber jetzt mal ganz im Ernst, du hast doch nicht noch irgendwelche Hoffnungen, wo es gar keine mehr gibt? Wer soll es sonst gewesen sein? Oh, ups. Ja, hallo? Oh, hallo, Herr Vogel. Ja. Ich kann gleich kommen, kein Problem. Ja, okay, tschüss. Gut, bis gleich. Tschüss, tschüss. War das dein Anwalt? Ja, ihr glaubt es nicht. Der ist bei der Polizei. Die haben tatsächlich ein paar Überwachungsvideos aus der Bank und ich soll mir die jetzt angucken. Irgendwer muss es ja gewesen sein. Okay, du, pass auf. Ich habe noch eine halbe Stunde. Ich fahre dich schnell hin, okay? Ah, super. Ja? Na, ich muss noch arbeiten. Ja, ja, wir hören uns später. Bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. We got our eyes wide. Nachdem sich Marion umgezogen hat, bringt Gina sie sofort zur Polizei. Rechtsanwalt Ralf Vogel wartet bereits vor dem Präsidium. Jetzt wird sich hoffentlich zeigen, wer das Konto der Lageristin leergeräumt hat. Auch der Jurist ist gespannt, wen sie auf dem Überwachungsvideo des Bankautomaten zu sehen bekommen. Er verdächtigt noch immer Marions Ex-Freund Lars Geiger. So, guten Tag nochmal. Dann habe ich jetzt die Frau Schuster mitgebracht von unten. Hallo. Guten Tag, Frau Schuster. Bitte nehmen Sie Platz. Ja. Dankeschön. Meine Kollegen haben da was gefunden. Okay. Gehen, setze ich mich ganz nah ran. Ja. Genau, sehr gut. Und sind Sie bereit? Ja. Volle Aufmerksamkeit bitte. Ja. Die Aufnahmen sind leider etwas unscharf. Okay. Ja, man kann Mann erkennen, aber da habe ich nicht sehr viel zu sehen. Das stimmt schon. Mit Sonnenbrille und sehr schattig. Schlechte Qualität leider. Ja und, haben Sie ihn erkannt? Das ist nicht Lars. Wie sicher sind Sie sich denn da? Absolut sicher. Und haben Sie die Person vielleicht sonst schon mal gesehen, die da auf dem Video ist? Nee, ich glaube nicht. Spulen Sie mal zurück. Und zwar da, wo er das Geld in die Jacke steckt. Ich habe da vielleicht was gesehen. Okay. Bin mir auch nicht ganz sicher. Was wollen Sie denn da gesehen haben? Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht war das auch nur ein Schatten. Da auf der Hand. Das sieht doch aus wie ein Tattoo oder irgendwas in der Art. Wissen Sie, wer das sein könnte?
Das könnte dieser Jordan sein, dieser Kumpel von Lars. Das wäre doch naheliegend, dass die beiden unter einer Decke stecken. Meinen Sie wirklich? Wissen Sie, wo der wohnt? Ja, letzte Woche habe ich die ja bei dieser Party gesehen, in diesem Vorhof. Das schlage ich vor, dass wir da direkt hinfahren und mal uns anhören, was dieser Jordan zu der Sache zu sagen hat. Zuerst sage ich meinen beiden Kollegen Bescheid, die werden Sie dann begleiten. Vielen Dank. Ja? Dankeschön. Okay. Schuster, komm, lass uns draußen warten. Ja, okay. Vielen Dank. Danke. Das wäre ja ein Volltreffer. Wenn tatsächlich der Betrüger mit der Tätowierung ein Kumpel von Lars ist. Jetzt müssen wir ihn nur noch zur Rede stellen und herausfinden, ob er es war, der das Konto meiner Mandantin mit ihrer EC-Karte leergeräumt hat. Endlich hat Rechtsanwalt Ralf Vogel eine heiße Spur. Er fährt sofort mit den zwei Polizisten und seiner Mandantin zu Jöran Hinrichs Adresse, um ihn mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Vor Ort entdeckt Marion den Motorroller ihres Ex-Freundes. Sie hat Lars seit seinem Auszug bei ihr nicht mehr gesehen. Dann wird er wohl in der Nähe sein, ne? Ja, dann schlage ich mal vor, dass vielleicht erstmal wir beide mit dem Herrn sprechen und vielleicht verrät er uns etwas. Und dann können wir zugreifen später. Genau, so machen wir das. Genau, perfekt. So. Das ist der Jürgen, das ist der Freund von Lars. Guten Tag. Wer sind Sie? Mein Name ist Vogel. Das ist. Frau Schuster, die kennen Sie doch, oder? Das ist doch alles Ex, die von der Grillparty. Ja, richtig. Und kennen Sie vielleicht auch diesen Herren hier auf dem Foto? Nö, den eigentlich den Herren? Nein? Nö, kenne ich nicht, nö. Ach, wissen Sie, ist doch komisch. Sie haben doch hier so ein Tattoo. Und, Mann, geh doch mal weg, lass mich schon mal in Ruhe hier jetzt. Das ist doch das Gleiche wie auf dem Bild. Das sind doch Sie. Das sind doch eindeutig könnte, Sie. Könnte vielleicht sein, ja. Sie heben mir Geld von dem Konto von meiner Mandantin ab. Das war Ihr Konto? Das war deine Karte? Lars hat mir gesagt, das ist seine Karte. Ich soll mal das Konto hier ein bisschen Geld abheben. Hört doch auf. Hat Minister dabei gelacht? Können Sie der Oma erzählen, dass Sie nicht gemerkt haben, dass es die Karte von meiner Mandantin ist? Oma, guten Tag, Herr Hennigs. Wir haben alles gehört. Wir gehen davon aus, dass der Herr Lars Geiger jetzt bei Ihnen in der Wohnung ist? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Weiß nicht. Ja, ich schlage mal vor, Hinrichs, dass Sie kooperieren. Ja. Dann machen Sie das Ganze nicht noch schlimmer, als es ohnehin schon ist. Ne? Ja, der ist einkaufen. Der müsste eigentlich bald aufschlagen hier. Weiß nicht, wie lange er weg ist. Und wir können auch in Ihrer Wohnung auf ihn warten, oder? Ja, könnte. Dann schlage ich vor, dass wir hochgehen und vielleicht einer von Ihnen bleibt unten zur Sicherung, falls er flüchtet. Genau. Ja. Sie erzählen mir noch mal, was hier passiert ist. Okay. Ich glaube, er kann ja. Ich weiß gar nicht, was ich Lars gleich sagen soll, wenn ich ihm gegenüberstehe. Ich kann gar nicht glauben, dass er Jöran dazu angestiftet hat, Geld von meinem Konto zu klauen. Das ist so fies und feige von ihm. Sie machen es erst dann. Hey, Jöran! Bin ich gleich nervös, wenn ich nach Hause komme? Und mache ich alles kaputt? Weil wir jetzt Kohle wie Feuer haben. Du, die Schnecke aus dem Supermarkt, die habe ich wieder gesehen. Und die hat mich angegrinst und angeblinzelt, als von wegen ich hätte keine Chancen mehr bei Frauen. Guten Tag. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Rechtsanwalt Vogel. Ich bin der Rechtsanwalt von Frau Schuster. Mhm. Wir brauchen gar nicht zu erzählen, woher Sie das Geld haben. Wir wissen es nämlich ganz genau. Wir haben uns mit Ihrem Freund, Herrn Jöran Hinrichs, unterhalten. Und der hat uns gesagt, dass Sie ihn angestiftet haben, das Geld von Frau Schuster vom Konto zu räumen. Das war gar nicht notwendig. Wir haben mehr als genug Beweise. Hier, schauen Sie mal die Fotos. Gut zu erkennen, dass er das gemacht hat. Das ist doch wunderbar. Gratuliere. Dann verhaften Sie ihn doch. Was habe ich denn damit zu tun? Ganz einfach, Herr Geiger. Ihr Freund Jöran hat vielleicht das Geld abgehoben. Aber woher hat er denn die EC-Karte und den PIN von Frau Schuster? Da kommt doch nur Sie in Frage. Jetzt hören Sie auf, leugnen ist zwecklos. Herr Geiger. Ich kann mir gar nichts. Geiger, war das denn nötig? Hätten wir auch einfacher machen haben können. Du willst mir doch das Leben nur zur Hölle machen, oder? Lass mich einfach in Ruhe. Ja, von wegen zur Hölle machen. Du hast doch meine EC-Karte geklaut und mein Konto leer gemacht. Was machst du jetzt hier so wichtig vor deinem neuen Freund, hä? Ach, neuer Freund, neuer Freund. Weißt du, ganz ehrlich, ich war immer für dich da. Du bist das Allerletzte, du bist so mies. Immer musste ich dich durchfüttern. Ist jetzt der Dank? So ein mieser Verräter. So, komm, los, komm. Frau Schuster, ich bin wirklich stolz auf Sie, dass Sie das hier durchgezogen haben. Ich bin sicher, dass Ihr Ex jetzt eine gerechte Strafe bekommt und dass Sie bald Ruhe haben werden. Ich habe mir das auch alles viel zu lange gefallen lassen, aber wie soll es denn jetzt weitergehen? Na ja, Sie meinen mit Ihrem Chef, oder was? Ja, der hat mich gefeuert. Ja, ich habe doch mit dem Arbeitsgericht schon Kontakt aufgenommen wegen der Abmahnung.
und die Kündigung ist unzulässig. Ich schlage vor, wir reichen demnächst Kündigungsschutzklage ein. Und dann haben sie bald endlich Ruhe und jeder kann sehen, was für ein mieser Mensch ihr Chef ist. Okay, wenn Sie meinen, dann... Jetzt noch ein paar Wochen durchhalten und dann haben sie endlich die Ruhe, die sie verdienen. Danke. Komm. Ich bin wirklich froh, dass wir Lars endlich geschnappt haben. Jetzt müssen wir uns aber in aller Ruhe auf den Gerichtsprozess vorbereiten. Bei dem momentanen Gesundheitszustand meiner Mandantin gehe ich davon aus, dass sie demnächst in den Mutterschutz gehen wird. Ich werde also alles in die Wege leiten, um ihr jeglichen Stress zu ersparen. Immerhin ist Lars jetzt gefasst. Ich bin echt erleichtert. Das Einzige, was mir noch Sorgen macht, ist mein Chef. Wenn wir vors Arbeitsgericht ziehen, will ich um jeden Preis beweisen, dass er mich schikaniert hat. Naja, nicht nur mich, auch die anderen. Das muss ein Ende haben. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Rechtsanwalt Ralf Vogel konnte Lars Geiger, den Ex-Freund seiner Mandantin Marion Schuster, überführen. Der räumte mit Hilfe seines Freundes Göran Hinrichs deren Konto leer. Nun wurden die beiden verhaftet. 3 Tage später ist Marions Chef an der Reihe. Er hat die Schwangere schikaniert und grundlos entlassen. Ralf Vogel reichte Kündigungsschutzklage ein und kann erneut einen Erfolg verbuchen. So. Eins will ich Ihnen noch sagen, das war eine unglaubliche Unverschämtheit. Inwieweit? Das fragen Sie mich? Ist doch wohl offensichtlich, dass ich hier zum Buhmann gestempelt werde und darüber hinaus noch für die Schwangerschaft von Frau Schuster bezahlen soll. Heinze, ich dachte, das Gericht hat Ihnen das jetzt ausreichend erklärt. Sie konnten noch genug Fragen stellen. Das Urteil ist gesprochen. So, aus und Ende. Das ist doch einfach unglaublich. Uneinsichtig bis zuletzt. Wirklich, der ändert sich nie. Sie kriegen das ja mit, immer das Gleiche mit ihm. Entschuldigung, ich hab's nicht vorher geschafft. Und, wie ist es ausgegangen? Warte, lass mich raten. So wie sein Gesichtsausdruck gerade war, hat er doch bestimmt haushoch verloren, oder? Er hatte von Anfang an keine Chance. Also das Gericht hat festgestellt, dass die Kündigung unwirksam ist und dass Frau Schuster weiterhin beschäftigt ist. Und abgesehen davon wird sie in den nächsten Tagen in Mutterschaft gehen. Ja, ich bin so erleichtert, dass das jetzt alles vorbei ist. Besser hätte es wirklich nicht laufen können. Ja, das stimmt allerdings. Das Urteil kam, glaube ich, keine Sekunde zu früh, da man deinen Bauch ja wirklich fast täglich beim Wachsen zugucken kann. Ja. Da hat Ihre Freundin eigentlich recht. Und Sie müssen sich endlich mal um sich kümmern und zur Ruhe kommen, Frau Schuster. Und dazu haben Sie jetzt auch Zeit. Aber eins wollte ich Ihnen noch sagen. Ein Verfahren gegen Lars und seinen Kumpan ist bereits eingeleitet. Und ich bin mir sehr sicher, dass Sie bald Ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Ich bin echt froh, dass ich mit dem Thema endlich abgeschlossen habe. Und ich hoffe wirklich, dass die beiden ihre gerechte Strafe bekommen. Wo du recht hast, hast du recht. Ja, kann ja alles nur noch besser werden. Und was ich noch sagen wollte, danke, Herr Vogel, und danke, Gina. Ohne euch hätte ich das einfach nicht geschafft. Jetzt weißt du auch nicht wirklich, wer von beiden eigentlich das größere Übel war. Ob Lars das war oder der Herr Heinze. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ehrlich gesagt ist mir das auch egal. Ich werde mich jetzt nur noch um meine Kleine und um mich kümmern. Und zur Ruhe kommen. Genau. Ganz wichtig. Das gehört gut ausgegangen dazu. Jetzt. Ja. Es ist wirklich gut, dass das gerichtliche Verfahren endlich ein Ende gefunden hat. Denn auch wenn meine Mandantin es sich nicht anmerken lassen wollte, der Stress hat ihr mehr zugesetzt, als sie zugibt. Marion wirkt wie ausgewechselt. Gott sei Dank hat das endlich alles ein gutes Ende genommen. Und wir können uns um die wichtigen Sachen kümmern, so wie Kinderzimmer einrichten. Ich bin schon total aufgeregt. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. 3 Monate später bringt Marion die kleine Loki zur Welt. Die stolze Mutter ist überglücklich. Ralf Vogel hat dafür gesorgt, dass sie mit sofortiger Wirkung Unterhalt von ihrem Ex-Freund Lars bekommt. Die 31-Jährige kann sich jetzt voll und ganz auf ihre Mutterrolle konzentrieren. Ein Grund, mit ihren Freundinnen Gina Wolters und Jennifer Hagedorn zu feiern. Na, du Löwenmama? Ach, da ist ja die Kleine schon ja, auf dem Arm. Ja, ich wollte sie eigentlich hinlegen, aber sie will nicht. Du siehst ja schon aus, als ob du 1 Meter gewachsen bist seit letztem Mal. So kommt mir das aber auch vor. Ja, das stimmt. Das ist Wahnsinn, ne? Aber total schön. Ich hab euch was mitgebracht. Oh. Ja. Ich hab da eine Vase stehen, wenn du möchtest. Gott, ihr seid ja süß, aber das wäre, ich weiß gerade nicht. Einmal dort ziehen, okay. Dann halte ich es fest. Machst du das dann weiter auf? Ich was kriegen wir denn da, Mäuschen? Guck mal. Guck mal. Süße, was ist das? Guck mal, Schatz. Was denkst du, was wir da? Oh, ist das süß. Ich bin Alberlina. Guck dir das mal an. Sieht zwar ein bisschen groß aus, wenn man das, oh ja, da kannst du noch gut reinwachsen. Ja, das stimmt. Das ist halt so wild. Aber ist ja noch Zeit, wa? Ihr Süßen, wollen wir uns setzen? Sie wird langsam schwer. Na klar. Und der Kuchen wartet auch schon. Ich mach mal meine Tasche hier oben kurz. Wenn ihr so lieb seid. Ja, ist ja gut. Ja, Mensch. Du sag mal, was ist denn eigentlich? Du warst da beim Rechtsanwalt, oder? Was ist denn dabei rausgekommen?
Und ihr werdet es nicht glauben. Das Allerbeste ist, Lars musste sich wirklich einen Job suchen. Was? Lars und einen Job? Ich fall ja vom Glauben ab. Nee, ehrlich. Und gibt ja noch eine Steigerung. Er muss Unterhalt für die Kleine und für mich zahlen. Und er muss alles, was er geklaut hat, zurückzahlen. Das geschieht ihm so recht, mit dem, was er dir alles angetan hat. Ja, vor allen Dingen, nachdem er behauptet, von wegen, das wäre nicht sein Kind, ne? Also ich meine, das meinte er doch nicht wirklich ernst, oder? Doch, aber mein Anwalt hat ihm gleich gesagt, dass er mit solchen Lügen nicht durchkommt. Naja, und er hat sogar so weit geschafft, dass er die Vaterschaft sofort anerkannt hat. Naja, aber ich weiß auch nicht. Lasst uns doch nicht von Lars reden. Der ist Geschichte und guckt euch doch die kleine Maus an. Ich bin glücklich, mir geht's gut. Ich bin froh, dass ich das alles einigermaßen überstanden habe. Lass uns doch ein Stück Kuchen essen und einfach unseren Kaffee trinken und gut ist, ne, Schatzi? Na dann ein kleines Prüsterchen auf die zwei Süßen hier. Nee, auf euch. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Danke, echt, dass ihr immer für mich da wart. Ich bin so glücklich. Ach, so glücklich war ich schon lange nicht mehr. Ey, kein tyrannischer Chef mehr, kein bescheuerter Ex-Freund und so ein wunderschönes Baby. Ich freue mich auf alles, was jetzt noch kommt. Also wenn ich überlege, dass Marion so viel gekämpft hat und so einen Mut bewiesen hat. Also wenn ich eins daraus gelernt habe aus der ganzen Geschichte, dann ist das definitiv so, dass man immer für sein Recht kämpfen muss. Vor allen Dingen immer. Die furchtbaren letzten Monate haben Marion nur noch stärker gemacht. Sie wird sich so schnell nichts mehr gefallen lassen. Lars Geiger und sein Freund Göran Hinrichs müssen für ihre Taten büßen. Sie wurden wegen Computerbetrugs zu 3000 Euro Strafe verurteilt und Lars muss Schwangerenunterhalt nachzahlen. Marions Pechsträhne hat endlich ein Ende.